Kein Problem. Hallo, ich fahre hier. Ich weiß gar nicht, warum ich hier runterfahre. Mich interessiert das gerade, was hier unten ist. Vielleicht sollte ich einfach mal absteigen und mal zu Fuß gehen. Schauen wir mal. Was hier unten ist, ob das sozusagen nur ein. Ach, das ist nur eine Überführung, okay. Oder eine Unterführung, oder? Wie man es auch immer nennen will. Okay, ich mache jetzt hier wieder mein Bike auf, ja. Motor wird gestartet und dann geht's ab. Hong Kong! Alter, das ist ein bisschen blöd mit der Kamera hier gerade. Ah, wir sind in einem Tunnel, okay. Ich habe bei Motorrädern grundsätzlich immer total Angst in so einem Spiel, dass ich halt mich voll auf die Fresse lege und dann instant tot bin. Die geben halt mega Gas, aber ist halt schon gefährlich, muss man sagen. Vor allem, wenn man so fährt wie ich hier. Immer am Limit. Ups, ups, ups. Ich gehe auf jeden Fall nachher meinen Massagesalon. Das interessiert mich. Mich würde auch interessieren, ob wir Karren, die sozusagen noch nicht bei uns in der Garage sind, ob wir die sozusagen einmal reintun können und dann für immer haben oder ob es halt nicht geht und wir die sozusagen erstmal freischalten müssen. Weil dann würde ich einfach eine geile Karre klauen und würde die in meine Garage bringen. Junge, alles ist cool, ja, ich hab's erledigt. Oh, hey, little Omar, got the stuff, right? Don't worry, I got your stuff right here. Now I can start making money again. Okay. Ach so. Oh, wie knapp. Ich verstehe. Wir müssen sozusagen erst die Cop-Mission machen und dann kriegen wir dann für. Ah, ich verstehe. Jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Dann kriegen wir sozusagen einmal Erfahrungspunkte für die Cop-Mission. Also, die wir dann in die Cop-Trades oder Perks oder wie auch immer investieren können. Und einmal dann natürlich für die Triaden. Okay, überwachen Sie ihn. Tja, jetzt hänge ich hier. Komm ich hier durch? Nein, ich komme nicht durch, verdammt. Dann rennen wir halt wieder hier rum. Da ist schon wieder ein Cop. Warum sind hier so viele Cops unterwegs? Das kann doch gar nicht sein. Aber das ist ja mein Motorrad. Daisy ist ja meins. Soll ich nochmal eine Cop-Mission machen? Achso, das ist nochmal die gleiche Popstar. Also nicht die gleiche, aber... Ach, ich glaube, ich mache nochmal eine Cop-Mission, damit wir mal einen Erfahrungspunkt kriegen, in den wir dann investieren können. Dann mache ich danach weiter mit Triaden-Mission. Der steht auch mitten auf der Straße. Oder auch nicht. Ich fahre einfach rüber. Wir können doch jetzt eigentlich mal... Ach, kommt, Leute. Damit ihr das jetzt auch mal seht und ich auch. Gehen wir jetzt mal in so einen Massagesalon. Und da ist... Yeah! So ein Gesundheitsstein. Schreien meine ich natürlich. Ich habe so das Gefühl, dass so ein Massagesalon, ein anderes Wort für, ne, Puff, Bordell, Freudenhaus. Aber gut, da kriegt man auch eine Massage. Ja, schärft ihre Sinne und füllt ihre Ansehensanzeige etwas schneller. Boah, das kostet 1200. Alter Schwede. Ja, ja, so wie du da stehst, komm. Hallo, Lady. Might as well try everything once, right? All right. You won't regret it, baby. I promise. Warum die Englisch untereinander sprechen? Das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Feel better, baby? Naja, toll. Das war jetzt auch nicht so geil. Ist schön, dass wir jetzt so einen Ansehenszuwachs haben, aber... Nein. Nina!
Gut, dann machen wir das. Aber vielleicht kriegen wir jetzt zumindest wirklich ein bisschen mehr Ansehen bei den Cops. Das wäre natürlich cool. Also müssen wir zuerst die Schläger vermöbeln und danach die Kamera hacken, oder was? Oder andersrum. Gucken wir mal. Okay. Dann doch wohl so. Kann ich den bitte nehmen? Ich möchte den... Genau, sehr schön. Nein. Ich möchte ihn bitte da reinstecken. Super, danke. Habt ihr jetzt Angst vor mir? Oh, das ist ja süß. Aber angreifen... Nein, aber angreifen würde mich trotzdem. So, ich möchte den jetzt bitte nehmen. Gut, dass ich mich mit der, immer mit der Tastenkombination verdrücke. Ich möchte den nehmen. Dankeschön. Sehr schön, jetzt haben wir hier mal Rage-Modus wieder aktiv. Aber nicht so lange irgendwie. Ach, ihr könnt mich mal. Warum hat... Oh, hat der bitte den Helm auf? Kamera. Hey, wo kommen die denn jetzt schon wieder her? Ich wollte es gerade sagen, hä? Was? Wo soll ich das denn wissen? Nehme ich mal das Standardpasswort. Keine Duplikate zulässig, schade. Das steht bestimmt hier irgendwo. Dann brechen wir mal kurz ab. Steht hier bestimmt irgendwo rum. Boah, hier steht ein geiles Motorrad. Ein Superbike. Geile Sache. Das parke ich mal anständig hier draußen. So, jetzt ist die Frage: Wie komme ich denn an das Passwort? Die wollen mich ein bisschen verarschen, oder? Scheiße, hier sind überall nur chinesische Zeichen, leider. Ja, ich kann ja jetzt nicht auf gut Glück. Das ist ja... Gibt's keinen Trick oder so? Ach du Scheiße, was? Also 3 ist richtig. Boah, sind die krank. Falsche Position. Also dann, okay, falscher Wert. Dann ist hier vielleicht eine 2. 0, 3, das ist eine 2. Dann ist das eine 4 hatten wir. Dann ist das vielleicht eine 5. Das ist eine 6. Ja. Das gefällt mir nicht so. Via der Aufnahme in ihrem sicheren Haus. Okay. Weil das ist ja schon blöd, weil das ist ja dann nur komplett Zufall und random. Das ist ja total kacke. Ich hoffe, da kann man noch irgendwie rein investieren oder so. Boah, das lässt sich schon viel besser steuern und ist unglaublich. Scheiße, ist das schnell. Ja, wir sind hier natürlich ganz mutig. Ui. Oh Gott sei Dank, ne? Und so fährt er dem einfach nur rein. Oh, das ist total geil mit der chinesischen Musik, beziehungsweise der asiatischen Musik. So, jetzt kann ich es ja direkt mal ausprobieren. Kann ich es irgendwie abgeben oder so? Ich guck mal kurz, ob ich mit ihm reden kann, wenn er hier drauf ist. Ich glaube aber eher, wenn er hier auf dem Motorrad sitzt. Ich glaube aber eher nicht. Ich finde so asiatische Musik immer sehr entspannend. Extrem cool. Aber das Motorrad will nicht so. Ich. Welcher Sender ist denn das? Softly. Okay, ich bin davon überzeugt, dass es nicht geht.
So, wir gucken jetzt nochmal. Jetzt setzen wir uns nochmal hier drauf. Sorry, Leute, ich muss aber einfach mal gerade kurz ausprobieren. Nee, es geht nicht. Das steigt dann ja auch automatisch ab. Ach, da ist noch ein Schrein. Schön. Dann mal ab, rein da. Boah, aber dass wir mit der Note rumgemacht haben oder Prostituierten rumgemacht haben, hält ganz schön lange an, der Bonus. Ich ein Durchsingen, anything illegal, du Amau. Wir haben ja ein neues Outfit freigeschaltet, müssen wir gleich mal gucken. Okay, wir haben... Ach so. Cool, wir können nach und nach alle Camps hacken. Ich schätze jetzt einfach mal. Das ist ja geil. Och, wie cool ist denn das? Verhaftung läuft. Ach so. Da geht's schon direkt ab. Das ist ja cool. Aber da ist jemand gerade auf das Bike gestiegen, was wir vorhin geklaut haben. Geiles Ding. We got them. Oh, das war falsch. Kontakt. Tang. Inspector Tang, this is Wei. Fang Shan is down. Popstar will have to reach out to another supplier. I'm thinking we bag them both at once. I agree. If I'm gonna get close to him, I'm gonna need a good disguise. Can you have your people send something over? All right. Keep me informed. Got it. Schön. Gibt's hier Belohnung und so? Yay, es gibt Belohnung. Stufe 1. Zu den Upgrades. Ab dafür, habe ich gesagt. Okay, das hätte ich leider vorher machen müssen. Dann machen wir das halt manuell. Upgrades. Okay, was haben wir denn hier? Brechen Sie mit einem Slim Jim Autos auf? Ach so, das ist so ein Brechteil. Ohne Alarm auszulösen oder die Scheibe zu zerstören. Wei kann Schusswaffenträger kampflos entwaffnen. Hat Wei eine Schusswaffe in der Hand, können sie in Zeitlupe ziehen, indem sie LT drücken. Wei kann eine Zeitlupe zielen, während er bewaffnet von einem Fahrzeug springt. Okay, jetzt ist die Frage. In was investieren wir? Das ist halt schon geiler. Also wir investieren erstmal hier rein. Ja. Das kostet dann wahrscheinlich schon 2, wa? Ich schätze jetzt mal das nächste. Gibt's. Ach. Was ist denn das alles? Oh Mann. Wie viele Schreine es gibt. Ach du Scheiße. Da muss ich mir mal überlegen. Ich werde die wahrscheinlich dann einfach mal abseits suchen. Abseits des Let's Plays. Aber mal gucken. Das hat ja noch Zeit. Also wir sind ja gerade erstmal ganz am Anfang. Das hat auf jeden Fall noch Zeit. Aber mal sehen. Wir haben vorhin auf jeden Fall was gefunden. Dunkelblaue Wind. Ah, nichts. Uiuiui, was für die Ladies. Hosen. Nee. Das wäre schon cool, halb nackt rumzulaufen. Wir hatten doch vorhin was gefunden. Yeah. Aber leider Vierer ansehen. Was geht denn da ab? Das ist ja witzig. Sieht da aus. Das ist halt Just Cause 2 Outfit. Das ist ja cool. Eigene Outfits, leerer Slot. Ne, keine Ahnung. Jutti, dann geht's mal weiter. Der hat aber kein so ein schönes Zimmer. So, ich habe ja gesagt, dann machen wir jetzt mal eine Triaden-Mission. Nein.
Nee, ich möchte bitte aufsteigen.